Hey, DJ hier und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir. Und zwar geht es heute um Zahnspangen, denn ich habe seit heute Nachmittag habe ich eine Zahnspange und der Name davon ist Invisalign und ist hier dieser kleine durchsichtige Bogen, könnte man fast sagen. Und ja, ich erzähle euch jetzt so ein bisschen, wie es dazu kam, dass ich einen Zahnspange bekomme und was so die einzelnen Schritte so ein bisschen werden. Das war jetzt relativ okay, sag ich jetzt mal. Beim Unterkiefer hat es gleich beim ersten Mal geklappt. Da hatte man erst so eine etwas festere Masse, mit der man Abdruck gemacht hat. Und dann kam bei mir eine blaue Masse nochmal. Die war ein bisschen weicher. Und genau, also mit dieser blauen Masse hat man dann nochmal einen genauen Abdruck gemacht. Und ich glaube, es waren so 2 Minuten circa, die man da jeweils abwarten musste, bis die Masse halt fest war und dann konnte man so da rauslesen. Und oben haben wir das gleiche auch gemacht. Nur das war halt dann das Problem, dass beim ersten Mal war eine Blase drin und beim zweiten Mal war es zu ungenau. Also da hat die Zahnärztin, beziehungsweise die Käferorthopädin, die Helferin halt ist irgendwie verrutscht, weil ich war der Abdruck dann so ein bisschen verwackelt, falls man das so sagen kann. Nun, jedenfalls muss ich so ein drittes Mal machen und da hat es dann auch geklappt. Eigentlich, ich fand es jetzt relativ unangenehm, aber es musste halt sein, denn bei dieser blauen Masse, die war, ist halt überall hin sozusagen und es war so ein richtig komisches Gefühl. Mit der Zeit gewöhnt man sich aber dran, das heißt, inzwischen geht es jetzt auch besser, falls man nochmal einen Abdruck machen müsste. Das ist aber erstmal nicht der Fall. Aber dann ging es halt schon weiter. Genau. Dann wurden nämlich diese Abdrücke wurden dann zu dieser Invisalign-Firma geschickt. Irgendwie. Und die haben daraus dann halt diese Spangen gemacht. Bei mir sind es jetzt 35 Schienen. Und es hat dann so circa jetzt 2 Jahre, bis solche Korrektur richtig ist. Genau, und ich muss die halt mindestens 22 Stunden tragen pro Tag. Und man soll sie nur zum Essen oder Trinken von Süßgetränken oder so rausmachen. Aber ich finde es auch witzig irgendwie, dass man diese Plastidinger, dass man die halt irgendwie auch mit Zahnbürste und Zahnpasta putzen muss. Das ist irgendwie so ein bisschen witzig, aber sein muss halt sein. Kommt man halt auch nicht drum herum. Genau, und ich, beziehungsweise bei mir ist es halt so, dass ich dann auch Gummi spannen muss. Das wurde mir heute nicht erklärt. Aber dafür beim nächsten Termin. Und ich denke, da gibt es auch noch mal ein bisschen mehr zu sehen. Da dann noch so Adaptments oder so drauf kommen. Das sind halt so kleine Punkte, die entweder durchsichtig sind oder irgendwie halt so Zahnfarben ähnlich sind. Jedenfalls können die halt drauf und damit verstärkt sich noch der Druck. Und ist halt auch so momentan. Das unten, da muss man bei mir nicht wirklich viel korrigieren, also eigentlich fast gar nichts. Die Spange lässt sich gleich draußen reinsetzen, aber oben ist es wirklich so, dass ich da richtig drücken muss, bis die Spange mal drin ist und es tut saumäßig weh. Aber ich denke, mit der Zeit gewöhnt man sich auch dran, weil es ist jetzt nur am Anfang, wo die Zähne das erstmal mitmachen müssen. Und so, aber ja, das tut man nicht alles. Für schöne, gesunde Zähne. Genau, und wie man jetzt dieses Invisalign noch reinmacht und genau, wie man die halt einfach reinmacht und so, das zeige ich euch dann. Okay, also ich habe mir jetzt die Zähne geputzt und ich habe auch diese Spangen mitgeputzt. Die muss man nämlich auch immer schön fleißig mit Zahnbürste und Zahnpasta reinigen. Genau, und ich denke mir einfach, also ich habe mir gedacht, ich ziehe einfach mal mit euch an. Und zwar, also
Und geht's bei mir, wie gesagt, relativ einfach. Da muss ich sie nur reinlegen und reindrücken. Und das war's dann schon. Oben ist es eigentlich ein bisschen schwieriger. Der Einzahn halt sehr stark, der jetzt gerade rückt werden muss. Und dadurch, dass ich immer so ein ganz kleines bisschen an dem gedreht wird, tut es halt auch beim Reinmachen ein bisschen weh. Welcher Zustand, dass ich nochmal neu ansetzen muss. Und es muss halt wirklich jeder Zahn richtig drin sein. Das ist halt die Schwierigkeit dabei eigentlich. So, jetzt ist es drin und wie ihr hört, lispel ich ein bisschen. Da dieses Gummi oder diese Glas halt relativ stark drückt oben und es nicht gerade angenehm ist, obwohl mit der Zeit gewöhnt man sich vielleicht auch dran. Aber es ist halt ganz komisch mit dem Ding im Mund und deswegen lispel ich jetzt halt ein bisschen. Ich hoffe, ich störe euch nicht weiter. Und dann ist eigentlich auch schon diese Vlog schon wieder zu Ende. Schreibt mir auch unten in die Kommentare, was ihr vielleicht noch so für Fragen habt, was ich in den nächsten Videos beantworten soll. Denn ich denke, ich mache aus diesem Zahnspangengeschichte eine Reihe. Genau. Vergesst am besten nicht, einen Daumen nach oben zu geben, den Kanal zu abonnieren und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ciao, ciao! Ach ja, und so sieht es von der Nähe aus. Also man sieht eigentlich fast gar nichts, bis auf diese Wäffelchen hier. Ansonsten sieht man nichts. Okay, also nochmal. Tschüss!